Wieso warst du besser wie der Geist? Du bist gestorben! Ich war das fucking Buch! Kauft welche für mich. Ja, ich glaube, wir können die noch machen. Ich habe einen Audiosender gekauft, schon. Ne? Ah, doch, können wir. Ich kann auch schon welche kaufen. Aber echt schon? Ich habe dreimal Sanity Pills gekauft. Ich hoffe, ich habe Sanity Pills gekauft. Ja, doch, ich habe Sanity Pills gekauft. Ich hab's auch. Drei Stück jetzt. Also ich nicht. Ich spawn mitten in Daniel. Hui! So, ich hab mal Zeug geaddet. Warte mal, wie geht denn's? Oink, ja, add mal. Oink. Und ich darf nicht ready klicken. Oink. Wählt mal schnell was aus. Oink. Ich meine, wir können dann nachher immer noch Zeug rumschmeißen. Guck mal, ich kann's balancieren. Oink. Oink. Ich kann oink, nicht. Oink. Meine Augen sind starr auf das Whiteboard gerichtet. Boing, 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 boing. Hui! Ich glaube, das schaut aus unserer Perspektive interessanter aus als bei einer. Wieso? Mach mal. Bobby Goldberg jongliert mit Dosen. Oh, was kommt denn hier? Oh, verdammt, gefällt. Du musst dich auch nicht hinknien dafür. Einfach hinstellen. Doch, sieht cooler aus. Also, Stiefelkreis. Stiefelkreis. What? Stiefelkreis. Ein Scheiß. Sowas. Gib mir die blaue Cola. Hier. Wo ist die rote Pille? Ich hab die blaue. Wer hat meine rote Pille? Rosa. Oh, wartet mal, wo wir gerade über Pillen reden. Ich muss mal kurz wohin. Bin gleich wieder da. Ich muss noch was einnehmen. Was ist jetzt her? Das musst du schön brav wieder aufräumen. Nein, ich will erst einen Korb werfen. Kannst du nicht. Doch, kann ich. Nee, kann ich tatsächlich nicht. Guck. Nein, wir wollen mit der Dose einen Korb werfen. Alles andere, also geht das von unten durch? Nee. Wenn ich den Korb nicht treffe, dann treffe ich dich hier. Hallo? Nein. Und noch einer. Nein. Oh, das war ziemlich daneben. Nein. Ja, genau, es war voll daneben. Oh, wir können... Fast, ich hab's fast geschafft. Oh, shit. I'm back. Oh, schau dir unsere coolen Fotos an. Oh, ja. Und ich hab dich abgeworfen mit Zeug. Oder im Grunde genommen nur einmal. Oh. So, warte mal, ich mag mal kurz die Bilder. Du wirst wie ein Mädchen, man spürt's gar nicht. Was? Das sind aber ältere Bilder, kann das sein? Was? Ja, ich das ist nicht weil das, der Knochen ist alt. Ja, und die Fußspuren hier auch. Welche Fußspuren? Hier, da, das Salz in der Garage. Schau mal, das Auto, das ist alt. Kann ich mich noch erinnern, als die Alarmanlage angegangen ist? Welches Auto? Da. Also, hey, was hast du da für Bilder? Ich habe hier oben ein schräges Bild von einem Zimmer mit einem PC. Hier unten habe ich Bildschirm abfotografieren. Dann habe ich hier schräg fotografiert ein Waschbecken. Hier unten habe ich einen Ausschlag auf 10 fotografiert. Hier ist der Knochen und da unten ist die Wand vom Truck. Also wir haben ich glaube, Fotos. Diese Fotos existieren so sind nicht. Sind sie random glaub, das vielleicht? Sind ein paar Default-Fotos vielleicht. Nee, das sind schon unsere. Ich glaube, dass das Spiel alle unsere Fotos sieht. Doch, aber ich glaube, die werden random jeweils für jeden angezeigt hier. Kann das sein? Also ich wüsste nicht, wie ich dieses Bild so schief fotografieren sollte. Naja. Das sind schon unsere Bilder, weil ich kann mich an den Zähneausschlag kann ich mich erinnern und Waschbecken kann ich mich an unter den Knochen. Das könnte aus einer Deo-Werbung kommen. Hier, mach mal das Ding da weg, mach das mal weg. Hey, wer hat meine grüne Box? Head and Shoulders. Gib oder meine grüne das neue Axe. Aber Copyright. Dip. Refresh. Dip. Was Copyright, nix Copyright. Warum hast du eine doppelte, deine Hand schaut, bitte halt mal kurz bitte still. Warum hast du eine schwarze Hand oben drüber, über deiner Hand? Halt mal kurz still. Ich? Nein, schau mal, die grüne Box. Halt mal still. Was machst du mit der abgetrennten Hand, bitte? Was? Ich seh's nicht. Also bei mir hast du eine grüne Dose in der Hand, wo eine Hand dranhängt. Ich habe eine blaue. Ach, da ist meine Hand. Warum habe ich alle Farben jetzt eigentlich? Ich habe jetzt grün und gelb. Weil du immer so gierig bist. Ich habe nichts gedrückt. Warum habe ich... Warte, stopp mal. Moment mal, wir teilen uns die Box gerade.
Jetzt habe ich grün. Deswegen ist da meine Hand dran. Stopp, halt mal still, halt mal still. Ich wünschte, ich könnte an dem Spaß teilhaben, aber ich habe noch nicht mal die Dose. In voll Magic und zack, weg. Das ist meine Box. Und wer von euch hat die Bälle? Moment, wo Bälle sind die Bälle? Da, Bälle. Ich kann dir reintreten, oder? Warte, ich zieh nur die Box hier ablegen. Yes, yes. Hä? Ich check's nicht. Ich check's auch nicht, hä? Hä? Warum hatte ich alle drei Farben? Vor allem, ich hab nur die grüne aufgenommen. Nee, die grüne hab ich. Oh, jetzt hast du auch meine Hand. Oh mein Gott. Warte mal, wo sind die? Ich bedrück mal die ganze Zeit. Wenn sie da verschwinden, ich will's aufprobieren. Leute. Oh. Ja, probier doch. Ja, es geht nicht. Ich hab nur die blaue. Ich will die grüne. Gib mir die blaue. Gib mir die blaue. Bleib stehen. Gib die grüne her. Nein. Oh. Wo ist die blaue? Hey Leute, wir sind echt wegen einem anderen Grund hier, aber okay. Nein, Dosen sind wichtiger. Wo ist meine ganze Box? Da war die. Oh, ja. Yes. Ich habe alle drei. Nein, habe ich nicht. Egal. Hast du nicht? Ich hab die blaue. Nur eine Dose und du kriegst auch eine Dose und ich gehe jetzt zum Board. Per Teleport. Ah, oh, stimmt. Hua. Telefon. Completely lost. Geh mal raus, wenn wir das machen. Schau mich mal nach unten. Leute, wir haben das Asylum. Ja. Ja. Oh Gott. Oh. Wir haben Hello. Brownstone High School und wir haben das Asylum. Asylum auf Anfänger. Ja, nee, fangen wir langsam an. Machen wir die Schule. Auf Anfänger, oder? Okay, beides auf Anfänger. Wir haben Missionsgebiet Mittel. Ist vielleicht besser, wenn wir das Ding jetzt nehmen, die Schule nehmen, wo wir vielleicht nicht so weit auseinander sind. Ja, nehmen wir die Schule. Weil ich meine, man sieht nur deinen Bildschirm. Man hört uns nur schreien. Ja, das reicht doch schon. Also ich sehe es jetzt schon. Grundstück bleibt jemand. Audiosender, Thermometer. Oh, wo ist mein Audiosender? Habe ich den schon rein? Ja, habe ich schon. Wir haben einen Audiosender, so zur Info. Oh Gott, die Schule wird so. Wir waren noch nie in der Schule. Nee, noch nie. Oder? Und das macht mir am meisten Sorgen. Oh, bis gleich. Ja, wir sollten uns vielleicht vorher den Grundriss anschauen. Ja, bitte. Bitte lasst uns nicht zu früh reinrennen. Bitte. Ich will überleben. Daniel wird sie sowieso wieder alle anziehen. Hallo? Bin ich der Einzige, der noch im Ladebildschirm steckt? Hallo? Oh, mein Spiel hängt. Oh. Spiel? Ah, puh, ha! Gibt's ja. Darf ich noch nicht. Aber das. Was ist denn das? Kameras! Oh mein Gott, da sind Kameras schon drin! Das Asylum wird jetzt echter Horror. Das wird purer Horror. Ich möchte hiermit offiziell mitteilen, dass wo bist du? Mein Spiel explodiert ist. Ach so! Wir werden eventuell eine neue Sitzung starten müssen. Oder ihr müsst nochmal schnell verlassen oder einfach wieder fahren und mein mich Spiel neu ist, reinlassen. Ihr wart, ich muss noch warten, weil Alex schaut so aus, als ob. Achso, du hörst mich gar nicht. Eine Antwort wäre schön. Warte. Ich muss in Discord rein. Ja, ich warte noch kurz auf Alex, weil ja, die ich bin im Ladebildschirm. Ja, bei mir hat es auch beinahe das Spiel explodieren lassen. Oh. Aber ich bin mittlerweile im Bus. Ich bin auch im Bus. Okay, dann starten wir kurz die Mission, tippen irgendeinen Scheiß ein und beenden wir die Mission. Aber ich mach mal an, bitte kurz nach da oben. Ja. Das sind zwei Stockwerke.
Ja, sehe ich. Du kannst höchstens in den Stream schauen. Ich tue jetzt irgendeine Scheiße schnell eintippen und fertig aus. Wusstet ihr, Spirit dass ich die Garage... Warte, dann gebe ich... Alter! Schnell! Okay, ich habe was eingegeben. Ich habe von Tom... So, wartet mal, dann tue ich jetzt nicht auf Dings dann. Oh, es war ein Revenant. Das ist ja witzig geworden. Der jagt so schön, ne? Was? Daniel, wir müssen gar keine neue... Du kannst dieselbe Lobby nochmal joinen, die im Code, im Discord drin steht. Die ist immer noch existierend. Kannst nachjoinen. Ja. Ach so, oh Gott, du bist auch zu irgendeiner Mission rein? Nee, nicht, wir sind aber schon draußen. Nee. Du kannst wieder reinjoinen. Du musst den Code eingeben. Der hört dich nicht... Ach, stimmt, ja. Du hast dich gemutet ich wieder vergesse. Auf Discord. Ich vergesse, dass ich gemutet bin. Ja, Frauen und Technik, es tut mir leid. Ich bin eine Schande für alle Frauen, die sich mit Technik auskennen. Ja, wenn das Pandora sehen würde. Ja, ich glaube auch. Ich würde sich denken, Alter, was ist das für eine dumme Kuh? Vor allem, Daniel wird sich jetzt freuen, weil er hört immer nur meine Antworten. Oh, yeah. Dann kann ich jetzt wieder stumm schalten. Das kann ich, das kann ich nicht zulassen. Doch, schalte dich stumm! Ich höre mit. Achso, okay. Ha, angenehmer. So, weiter mit der grausigen Doppellache. Okay, ich schau mal, was wir jetzt für Jobs haben. Wir haben wieder eine Highschool. Die bauen es doch. Teamgröße Anfänge passt. Okay, perfekt. Können wir jeden Scheiß hinzufügen? Daniel, guck von meinem Kopf rum. Ihr müsst nicht jetzt eine Hirnoperation durchführen, bitte, ne? Hä? Hirnoperation? Ja, wenn du im Hirn rumfuchtelt? Hallo? Oder ich was hören? Ich mach Suppe. Warum machst du Suppe? Ja, Hirnsuppe. Das ist sehr gesund. Ja! Ich würde mal sagen, wir starten einfach mal. Ich hoffe mal, das Spiel lädt diesmal. Ja. Das ging ja flott. Jetzt bin ich gespannt, wie schnell die nachschauen. Oh Gott, das Ding ist so riesig! Fuck! Das Ding ist ja brutal riesig! Okay, jetzt hoffen wir mal, dass es Daniel auch noch schafft. Aber ich habe Angst vor diesem riesigen Gebäude. Du hast doch geredet, das Gerät mitten im Satz, ja, wir sind so. Warst du abgebrochen? Ich so, okay, das ist schon im Bus. Alter, ich habe davor gerade so richtig Angst, ich werde mich so verlaufen. Ich werde so Angst haben, ich werde nur schreien. Vor allem das Ding ist noch, ich glaube, das ist die Hälfte, halb so groß wie das Asylum, oder? Ich glaube auch. Ich war in beiden noch nicht, aber ich habe wie viele Räume, ich finde da nie wieder die Treppe. Vor allem überleg mal, du hast 1, 2, 3, 4, 5 Ausgänge. Ja, und jetzt habe ich vor Erregung meinen Bildschirm angespuckt. Ja, davor ist mein Mikrofon ist die ärmste Sau ever. Weil die ist genau vor meinem Mund und bedeutet, die wird auch dauernd angespuckt. Ja, deshalb habe ich das Mikro im Computer und nicht das Mikro beim Headset, weil... Ach so, ich finde das, was Pandoria hat, voll geil. Die hat so ein, ich nenne es mal Wattebausch-Mikro. Ach so, ja, so ein Lavier-Mikrofon. Ja, keine Ahnung, Wattebausch. Wattebausch-Mikrofon. Ja, nee, ich werde mir auch wahrscheinlich mein Laviette mit Mikrofon aufnehmen und also dann, ja, schauen wir mal. Aber ich mag mein großes Glück gerne. Dein Laviette. Mein Laviette. Ihr Laviette, du Bourget, les Baguettes, les... Ich schau mal mein Laviette Mikrofon. Alter, ich wette, Daniel spackt wieder ab. Eins von beiden. Entweder er lädt 3 Jahre jetzt noch oder er spackt wieder aus dem Spiel. Weißt du, was wird Daniel nicht auch doch geben? Hey, da ist er ja, genau, wo wir davon reden. Oh mein Gott. Also Daniel. Es ist so dunkel und feucht im Ladebildschirm. Und ich muss da so lange sein. Dunkel und feucht? Was hast du für Moment, hab ich das also ich weiß ja nicht, in welchem Ladebildschirm du bist, aber ich bin in meinem normalen. Dunkel und feucht, Daniel. Also Daniel, so zur Info, bitte schau dir kurz das hier oben an. Mhm. Und davon gibt es einen zweiten Stock. Schau dir mal diesen Plan an. Was für eine Schule ist das und wie viele Klassenzimmer hat die? Nicht mehr wie damals meine HTL.
Also mein HTL war gleich fünfmal so groß. 1, 2, 3, 4. Da passen wahrscheinlich nur 20, nicht mal, da passen 10 Leute in einem Seminar. Wir werden sehen, vor allem, wir müssen innerhalb von 5 Minuten es schaffen, ihn wenigstens zu finden. Oh Gott. Es wird so, jo. Und dann überleg mal, allein wahrscheinlich eine Minute läufst du von, oh oh. Wir können reinschauen, ne Leute. Da sind Kameras aktiv drin. Keine Lust. Oh, Scheiße. Keine Lust. Ich will nicht. Können wir fahren? Ich bleib da. Also, da war schon... Können wir... Hat länger nicht mehr aufgeräumt. Können... Oh, ehrlich, wenn das Gebäude so verkommen. Ja, es ist halt ein altes. Weißt du, wenn dein Geist spukt und jemand umbringt, willst du nicht unbedingt dort mehr sein, ne? Ach, du heilige Scheiße, da hängen die Lichter von der Decke. Also, da ja, das tun sie normalerweise immer. Ist es nicht so, dass hier das so gute Frage, funktioniert hier überhaupt Strom? Bestimmt. Strom? Bestimmt, weil wir können ja... Okay, es ist ein Generator, also auf jeden Fall einer da. Aber im zweiten Stock. Jo. Das sind viele, schau mal. Was bedeuten die gelben Dinger? Die gelben sind Kameras. Das sind die Kameras, die es in dem Gebäude gibt. Ach so. Und was ist mit der grünen Kamera? Die sind wir. Die wir anschauen. Genau, ja. Ach so. Also ganz ehrlich, mir macht das... Haben wir es auch mal kapiert. Mir macht das Gebäude jetzt schon Sorgen. Aber es sind nur 2 Stockwerke immerhin. Ja, beim Asylum ist es ungefähr wahrscheinlich doppelt so breit, dieser Bildschirm, oder voll. Und es hat 3 Stockwerke. Oben, unten und die Untergrund. Soweit ich weiß. Jupp. Also dann frohes Sterben, hätte ich mal gesagt. Also ich mag mal so anmerken, in 5 Minuten müssen wir mindestens den Geist gefunden haben, weil sonst sind wir tot. Wir müssen ja zum Van ab und zu mal zurück, weil wir UV holen müssen und Buch holen müssen. Ne? Hat jemand den EMF-Reader? Ja, den EMF-Reader habe ich eigentlich ziemlich sofort immer dabei. Ich überlege gerade, was ich am Anfang gleich mitnehme. Ich habe mein Thermometer. Ich habe mein Thermometer mit. Dem wir detektieren Licht können. Mit. Ich nehme noch eine Kamera. Ja, es geht erstmal nur ums Detektieren. Ja. Okay. Und wir sollten uns natürlich auch irgendwie merken können, wie wir zu welchem Raum kommen und wo er danach tatsächlich ist, in welchem Raum. Dass wir vielleicht irgendwas da liegen lassen vorm Raum dann, weil ansonsten finden wir die Räume vielleicht. Ja, ansonsten, wenn wir den Raum gefunden haben, kann ich das Thermometer aktiv davor liegen lassen. Es hat einen blauen kleinen Bildschirm, der leuchtet. Ah! Ja, zum Beispiel. Ja, aber es geht ja darum, wenn du den Raum findest und du sagst, komm zu mir und du uns, was weiß ich, zum Beispiel dann abholst am Eingang, dass du wieder hinfindest. Weil es dann lege ich halt das Teil auch so rein. Übersichtlich, dass ich sagen würde. Naja, ich würde sagen, jeder merkt sich ungefähr, wohin er geht. Es wir machen jetzt einfach mal so. Wir machen jetzt erstmal unten eine Runde. Ich hätte gesagt, wir planen zu viel. Daniel ist auf der einen Seite, wir, Alex und ich sind auf der anderen Seite. Ja, würde ich auch sagen. Wie habe ich das verdient? Du bist der mit den ruhigsten Nerven. Ja, das stimmt. Aber stopp, Leute, wir haben die Mission gar nicht durchgelesen. Stimmt. Lassen Sie den Team die Zeuge eines Geister-Events werden. Lassen Sie den. Okay, lass den Geist. Nee, die Zeit läuft erst, wenn du ins Gebäude reingeht. Die Zeit läuft noch nicht, Daniel. Vom Haus. Das kann ich ändern. Nee, kannst du nicht, weil ich habe einen Schlüssel. Salz. Wir brauchen Salz. Wir sollen den Geist durch Salz wandern lassen. Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit dem EMF-Reader. Zeuge eines Geister-Events sein und. Der Geist heißt Susan Jackson. Und ja, warum haben wir eigentlich in letzter Zeit nur Geister, die auf alleine reagieren? Großartig. Supi, also let's go! Ich hab Angst. Du läufst in die falsche Richtung. Alter Scheiße! Ich fäll schon am Abfall. Also ich mag mal anmerken, wenn man das in VR spielt, ne, ich wär tot. Ich spiele es deshalb nicht in VR. Also, Leute, seid ihr ready? Wie bist du? Yeah. Nein. Holy shit, ich sehe nicht mal die Wand! Deine Autorität wurde gerade in Frage gestellt. Also, hätte ich gesagt, gehe ich links rum oder geht ihr rechts rum? Oder? Alex, hier rüber! Alex, hier rüber! Ich komme, du bist schwarz, ich seh dich im Kopf. Yeah. Nein, wie rassistisch! Holy shitballs! Okay, ist drin, nix. Kacke. Oh. No, das macht's nicht besser! Oh Gott.
Telefon! Ich gehe mal weiter. Ich will nicht. Hey, ich habe die Bücherei für euch gefunden. Ah, warte, wo bist du hin? Wo bist du hin? Einfach weiter, hier drüben, andere Richtung. Hast du das Licht wieder ausgemacht? No. Aber wer hat jemand aufs Telefon gehabt? Ja, wir haben alle drei das Telefon gehört. Sollen wir da mal hingehen? Ich weiß nicht, wo das war. Machen wir die Routine durch, weil ansonsten finden wir nie. Wenn wir jetzt nach einem Telefon handeln, finden wir am Ende nicht. Holy shit, sind das große Räume. Das ist so lächerlich groß. Ja, und ich habe die Treppe gerade gefunden und ich bin gleich schon eine Minute hier drin. Gottes. Ach du Kacke. Ich will nicht mehr. Ich habe auch gefunden. Was hast du? Ich hab die Treppe gefunden. Ja, ich hab die schon, bin schon vorbeigeraten. Ja, ich hab das Telefon gefunden. Hallo. Es klingelt schon wieder. Ja, aber das kommt von weiter weg, oder? Kommt das vom zweiten Stock? Aber ist das bei dir in der Nähe? Nee, aber ich hab das Gefühl, als ob es zweiter Stock vielleicht wäre, wenn wir es alle hören. Ich bin auch bei Tunnel was näher. Ich fühle, es ist irgendwo auf der linken Seite. Gott, ist das dunkel. Vor allem, man sieht die Lichtschalter auch nicht. Es ist einfach fucking riesig. Oh Gott. Bist du hier? Bin in den Toiletten. Muss mal kurz kacken. Ja, yeah, warte, ich helfe dir. Ich bin wieder draußen. Geh rein, du Assi. Oh! Erschreck mich nicht so! Hab die Frauentoiletten! Was suchst du auf den Frauentoiletten? Geh raus zum Pervers! Ich wollte kurz gucken, ob die... Alter! Alex, du holst ihn jetzt aus dem Frauenklo raus. Ich bin schon draußen. Ich mag mal anmerken, wir sind jetzt hinten dann gleich. Rachel, Alter, bitte. Alter, wir sind im ersten Stock noch nicht mal durch und ich wette, es sind schon die 15 Minuten rum. Ich brauch's ja lieber gar nicht haben. 5 Minuten. Scheiße. Ich bin fertig mit dem. Ich seh nix. Bist du hier? Gott, wir werden nicht glücklich. Einer von uns wird sterben. Einer? Ja, alle? Ich hoffe, es bin ich. Nein, einer schafft es. Das Tolle ist dann sind alle wahrscheinlich 1000 Dollar weg, die wir investiert haben. Nee, weil ich sterbe. Ja, und wir auch, weil wir kommen hier nicht raus. Tschüss. Oh no! Yeah! What the fuck? Da. Ich will nicht schon wieder. Wir gehen jetzt zu den Treppen. Okay, ich komme. Was für ein Geräusch nie wieder? Ich hab voll Angst gehabt. Bist du hier? Ja. Ich hab die Männer steht nicht mit dir. Ach, wieso denn nicht? Wo sind die Treppen? Hier. Arschloch, bist du weder schlecht. Weißt du, das Problem ist ja... Oh mein Gott, das ist so creepy. Ach nee! Nein, ich bin auf den Toiletten und hab grad die einzelnen Klotüren aufgemacht. Ich mag mal anmerken, ich hab jetzt schon... Das ist schlimmer als der gesamte Gang. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Oh mein Gott, die Frauentoiletten hab ich da nicht mehr ab. Das ganze obere Stockwerk übernehmen. Bist du noch unten? Ja, hallo? Was machst du da unten? Riesig! Du musst nur einmal kurz reingehen und gucken, ob du... Ja, du musst doch nur kurz rein! Wir rennen die ganze Zeit rein, raus! Ja, ich mach nichts anderes! Wir sind einmal außen rum und wir checken doppelt die Räume!
Der E-Mail-Fühler ist nicht so genau, der ist nicht so grob. Ich muss schon näher drin sein, ich gehe eine Runde. Alter, ich warte nur gerade drauf, bis er mich von hinten greift und tötet. Nee, nee, ich bin alleine, reagiert auf mich. Stimmt! Ha, wir haben's gut, Alex! Was denn? Hier ist ein Telefon, was aufgelegt ist. Also wo der Hörer nicht daneben liegt. Und von der Entfernung her könnte es das Telefon gewesen sein. Alter, ich habe mich gerade so erschrocken, weil mein Handy neben mir vibriert hat. Und ich das über den Tisch gespürt habe und ich einfach einen Heidenschreck bekommen habe. Nope, Raum ist clear. Oh, schade. Hey, der andere, wie hieß nochmal der Geist? Ich weiß es nicht mehr und ich werde es auch nicht aussprechen, ich bin nicht doof. Schade. Ich hänge noch ein wenig an meinem Leben. Echt? Alter, es gibt's doch gar nicht. Ich hab Ganglichtschalter gefunden, ich bin so froh. Du hast was gefunden? Alter, der Scheiß ist einfach riesig. Kann ich mal die Scheißtemperatur unter 10 Grad droppen? Hat eigentlich irgendwer schon ein Zeichen gefunden oder so? Nö. Es klingelt! Ich hab das Telefon gefunden. Wo? Das, im Erdgeschoss, ganz in der Ecke. Kommen wir runter. Warte, kommen runter. Aber ich hab kein Signal in dem Zimmer. Also warte. Kein EMF-Signal. Ihr wart kurz, vielleicht reagiert er nicht aber auf EMF. Wo bist du? Ganz sicher, das Telefon? Wir kommen. 80%ig. Hat's neben dir geklingelt, oder? Ja. Ich bin hier gleich da. Oh. Alter, Raphael, wie schnell bist du? Ich lauf die ganze Zeit! Ich auch, ich kann dich nicht einholen! Ich hab Daniel, Hunger, wo bist du? Hier. Ah, hier. Hi, servus. Das Klassenzimmer, in dem das Licht an ist, hier. Das Telefon. Hä? Achso, da drüben! Raus, ich muss wieder was drehen. Geh schon weg. Ja, ich freue mich so, dass ich nicht mehr allein bin. Wir haben hier 16 Grad drin. Ich glaube nicht, dass der hier drin ist. 17 Grad sogar. Bist du hier? Alter, mach ich die Tür zu, Steph! Boah! Alter, ich hab eigentlich so Schiss, ne? Ich muss gerade so viel mit Humor beweisen, damit ich überhaupt hier überlebe. Aber hier ist nix. Das wäre so schlimm, wenn man allein wäre. Süß! Was soll das sein? Oh mein Gott. Ich hab vergessen, dass mein Mikro an ist. Ich koche hier. Was wollte ich hier in der Schule? Bist du hier? Ich bin nervös. Hast du die Lichter ausgemacht? Nein. Nee. Warte kurz, die Lichter aus. Auch in dem Klassenzimmer. Alter, schreck mich! Ach, geh, nach dem. Ich hab nie Licht angemacht, so schaut's aus. Das Licht hier habe ich angemacht. Da waren wir drin, das ist der Raum, wir sind einmal hier unten durch. Das ist die Sporthalle, war die schon? In der Sporthalle? Da waren wir schon, ja. Das war der Mittelpunkt, wo wir direkt gestartet haben. Holy fucking Moses! Was ist los? Riesen Garderobe gefunden. Oh mein Gott, und vor allem die hat Licht. Ich glaube, du kannst dich auch über Licht einschalten. Wisst ihr, was das Beste wäre, wenn wir das Baby als Geist hätten? In dem okay, Gebäude. Oh. Das würde mich so fertig machen. Es ist nicht so schlimm. Es kann nicht so schlimm sein. Die Sterbeanimation ist nicht so schlimm. Wenn ja, die sterben, aber wenn das Vieh auf dich zuläuft. Oder so, die Five Nights at Freddy's. Oh mein Gott, ich würde zu sterben. Basketball! Oh. Basketball! Ich habe keine Ahnung. Ball. Gehen wir mal in den zweiten Stock, wir haben den ersten Stock abgegrast. Je weiter wir hier unten nur rumdübbeln, desto höher ist die Chance, dass wir sterben. Die wollen vielleicht nochmal in den Dingen gehen, in den Raum, in dem ich das Telefon gehört habe. Ja, aber da war 17 Grad Tempo. Nicht? Oh! Das Telefon kommt. Fickt euch alle! Ich weiß nicht, vielleicht sind es unterschiedliche Telefone. Alter, wenn es in dem Raum gehen, nochmal rein. Ob wir was feststellen und dann schauen wir mal weiter, weil... Darf ich mal anmerken, dass mir gerade meine Füße einfrieren? Warum? Weil ich gerade... Ah, nebenan, ja. Oder drüber. Das könnte auch sein, dass es genau drüber ist. 3 Grad, 6 Grad, 4 Grad, hier, in dem Raum. Sehr schön. Oh
Okay, lass mich mal alleine rein mit der Voicebox vorher. Warte, lass mich kurz einmal abchecken. Ich will schauen, ob ich Minustemperaturen krieg. Da müssen wir unseren Atem sehen, oder? Ja, aber er kann auch nach einer Zeit erst droppen, kurz. Dann ist es das scheiß Telefon, was hier liegt. Also ich fotografiere mal das Telefon. Ja. Gib uns ein Zeichen! Nein, hey, geh mal raus, dann kann ich mit der Voice. Daniel, komm, sehen, wir gehen kurz raus. Jo. Ich mach hier ein Zeichen. Bist du hier? Das Telefon hat doch gerade geklingelt. Ja. Hey, Daniel, komm mal kurz bitte. Daniel. Wollen wir schnell Kameras holen gehen? Bist du ein Erwachsener? Ich hab eine Kamera. Nein, ich rede von Videokameras. Und vielleicht die UV-Lampe. Wollen wir sie allein lassen? Wollen wir sie allein lassen? ich muss aber eh mit, weil er spricht nicht auf die, auf die Voicebox und ich brauche das Buch und UV-Licht. Oh, ich hab eh 5. Ich bin weg, tschüss! Oh Gott. Ciao. Ich geh Buch holen und UV-Licht holen. Ich hol Kamera, ich hol Kamera, ich hol Kamera. Salz, wir brauchen Salz. Ja stimmt, wir müssen Salz holen, ich hol Salz noch. Aber der Raum ist einfach... Boah! Was? Wo lassen wir die Tür offen? Das können... Das ist unsere beste Escape Route, glaube ich. Beste Escape Route da draußen. Hey, aber immerhin haben wir es gefunden. Alter, bist du nicht in dem Raum schon gewesen? Doch, aber ich hatte keine Aktivität, sonst hätte ich ja was gesagt. Aber wahrscheinlich musst du genau beim Klingeln da sein, damit die Aktivität kommt. Vielleicht hätte ich ein Zeichen gebraucht. Ich glaube, wir sind schon über 5 Minuten in diesem Scheißgebäude und suchen nur nach einem Zeichen. Wir sind schon seit fast 8 oder 7 oder 8 Minuten mindestens drin gewesen. Puff! Oder ich könnte ihn mitnehmen und dort liegen lassen. Ich nehme Audiosensor mit, weil nimmt jemand Salz mit noch? Ich nehme Kamera für Obst mit. Sollen wir vielleicht eine Sanity-Pille nehmen? Wie viel füllen die denn auf? Holy shit, wir sind bei 50%! Hä? Aber das geht noch, oder? Ich glaube, je tiefer wir sind, desto gefährlicher wird's. Ja, das ist okay. Daniel? Fall. Nee, das kriegen wir nicht hin, ne? Wir haben keine UV-Lampe mitnehmen. Nee, wir haben keine Kamera in die Richtung, das war die meine. Ich wollte schauen, dass wir eine Kamera in die Richtung machen. Jemand muss UV-Lampe und jemand muss Salz mitnehmen noch. Also ich kann die UV-Lampe mit. Wir brauchen sonst auch nur eine Kamera fürs Erste, Leute. Ich habe auch keine Kamera mit. Ich hab... 50%? Ich habe eine Kamera dabei. Ich überlege gerade echt, ob ich jetzt die Pille nehme, ne? Dann lasse ich mein Fotoapparat aber da. Ist okay. Nimmst du mir deine Taschenlampe mit, weil ich habe keine Taschenlampe. Hä, was hast du denn alles mit? Ich habe noch den MF-Reader, den lege ich vorn hin, damit wir sehen, was los ist. Den lasse ich einfach eingeschaltet. Warum hast du nicht einfach gleich drin gelassen? Nee, da liegt das Thermometer. Ich hab's vergessen. Aber ja, schon klar, aber... Na, aber er will es ja so machen, sozusagen, dass wir sehen, wenn er aktiv wird, dass er, sozusagen, wir das Zeichen sehen. So. Holy shit, der ist jetzt einfach auf 6 gesprungen. Ja, unsere Sanity ist nicht sehr hoch. Ne, wir sind aber deswegen, dran. Ich sag ja, ich habe eine Kamera dabei, weil ich werde sowieso als erstes attackiert. Und dann... Also ich habe jetzt... Nee, Cookies, weil guck, Alex hat am wenigsten Sanity. Wie viel? Oh, ich bleib hier. Nee, du kommst mit. Nein. Du kommst schön mit. Wir gehen jetzt ein... Wir haben alle gleich. Wir gehen jetzt reinbauen. Leute, wir gehen jetzt reinbauen auf, gehen wieder raus und schauen, was los ist. Ganz einfach. Vielleicht sollten wir warten, bis der Punkt wieder auf 4-0 ist. Oh, okay. Das bringt nichts, weil wenn der auf 0 ist und wir reingehen, bis wir angekommen sind an der Tür, sind wir okay, gehen wir los. Run! Ich sehe jetzt schon, dass wir sterben. Und zwar alle. Oh, nicht so schlimm. Nur unser ganzes Equipment weg. Meine 3 Kameras, meine 3 Stative, mein Audiosensor, mein Lichtsensor. Ach, wir brauchen es schon. Hast du den Audio- oder den Lichtsensor jemals verwendet? Den Lichtsensor habe ich letztes Mal eingesetzt und den Audiosensor habe ich jetzt mit, den will ich im Raum aufstellen. Dann sehen wir ihn, dass er sich bewegt durch den Raum. Warum gehen wir eigentlich nachts in das Gebäude? Warum nicht einfach... Oh, ein Telefon klingelt. Hier läuft's. Ja, dann geh ran. Schnell, bevor
auflegen. Jetzt ruf doch mal. Das ist für euch, das ist für euch. Nee, ich krieg keinen Anruf. Ich hab auf Handy umgeschaltet. Wer hat das Licht hier im Gang ausgemacht? Tür? Ich war's nicht. Hier war gerade eine Tür, Leute. Ich hab die Tür auch gehört. Such mal bitte das Licht hier im Gang, ich hab nämlich kein Licht. Ich such nicht, Leute. Ja, wo ist denn der? Hat er mit dir gesprochen? Nee, ich hab ihn gesehen, der stand da mittendrin! Hat er jagt. Oh Gott. Woher weißt du das? Ja, Daniel ist tot. Daniel ist tot. Raus hier. Was? Der ist tot? Nee. Daniel? Da liegt sein... Oh, oh. Geh raus hier. Raus hier einfach. Raus hier. Er liegt hier tot. Raus einfach. Komm jetzt raus hier! Ich hab die Kamera, komm raus! Komm! Alter, ich will hier nicht mehr hin! Ich weiß es nicht, wir müssen die Fotos gleich mal inspizieren. Alter! Wie ist Daniel jetzt gestorben? Der ist im Gang rumgelaufen! Der ist nicht oh in den... Oh Gott, Daniel! Weißt du, ich bin direkt in den nächsten Raum, ich habe mir die Ecke und Licht ausgemacht. Ich auch! Aber weißt du, was ich für einen Heidenschreck hatte? Ich bin in den Raum rein, wollte die Kamera aufstellen. Ihr Deppen seid draußen geblieben, auf einmal steht er vor mir. Und dann bin ich schreiend rausgelaufen, weil ich einfach nur noch einen Herzinfarkt hatte, ey. Alter. Ja, ich wollte halt rein in den Raum. Ja. Und dann stand er im Türraum und ich bin einfach umgedreht und bin in den nächsten Raum gegangen. Ja, ich stand drin und auf einmal ist er mitten im Raum aufgetaucht. So, wo ist denn. Okay, warte, was. Das ist. Wir haben Ebene 5, oder? Ebene F Level 5 haben wir, das ist alles, was wir bis jetzt haben. Okay, Geister. Geisterorbs haben wir, da war gerade ein Orb seitlich weggeflogen. Geisterorbs haben wir auch. Ah, geil. Okay, dann haben wir Chin, Shade oder Phantom. Boah, fuck. Schau mal die Fotos an. Wir haben auch Fotos. Magst du nicht nochmal rein? Ja, warte mal. Was, Alter, echt? Wir haben ein Foto vom Geist. Ja, wir haben ein Foto okay, vom Geist. Hey, wir haben mal ein Geister. Nicht übersteht Geister. Hey, wir haben Geister. Wir haben sogar ein Geisterwind erlebt. Ja, ach, nee, wenn er vor dir steht. Wirklich? Ja, echt? Also ich hab Salz ausgestreut im Türrahmen. Ja, das bringt uns da viel, weil da sehe ich nix. Und ich gehe sicher nicht nochmal rein mit einer Kamera. Warte, wie hoch ist die Sanity? Alter, die ist voll weit unten. Oder? Nee, es geht schon tiefer, also bis null geht's, aber... Warte mal, ich lese mal kurz. Also wir können haben Phantom. Phantom? Ist ein Geister von lebendem Besitz. Ich lege mir mal den Gin durch. Senkt den Verstand stark, wenn man das Phantom anschaut. Jim bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Schwächen dem Ort seinen Strom zu entziehen, hindert den Jin dran. Also es wird kein Jin sein, weil wenn es ein Jin wäre, hätte er im Dunkeln nichts machen können. Dem Ort seinen Strom zu entziehen, hindert den Jin am Nutzen seiner Fähigkeiten. Er hat nicht auf die Box geredet. Was hat man noch? Ein Dämon, oder? Nee, ein Phantom. Phantom, aber dafür bräuchten wir Gefriertemperaturen und die hatten wir nicht. Stimmt, wir hatten 4 Grad. Also es kann nur ein Shade sein, dann muss er ins Buch schreiben. Das Buch habe ich vor die Tür gelegt. Ja, er ist eigentlich drin. Muss einer nachschauen. Nee, er ist drin. Das vor der Tür wird wahrscheinlich nichts brennen, weil er im Raum drin ist. Und weißt du, beim letzten Mal... Nee, wenn der wandelt... Wenn der wandelt... Die wandeln nicht. Die, glaube ich, reagieren nur in ihren Räumen drauf. Auf solche Sachen. Wir hatten ja letztes Mal auch, dann hatten wir es ein bisschen daneben... Gehst du ernsthaft nochmal rein? Ja, wir müssen ja.
Warte, ich hab Salz, UV liegt drin, ne? Weil ich nehme jetzt mal Sanity-Pille. Nimm eine Sanity-Pille, ich schau hier so ein bisschen auf die Sachen und gebe dir sonst Warnung. Und sende die ganze Zeit. Wie nehme ich die? Wie esse ich die? EF? Irgendwas so? Jetzt habe ich genommen, glaube ich, oder? 84, ja, okay. Also was sagen wir jetzt, was es ist? Ich glaube, es ist ein Shade. Shade. Gut, dann stelle ich mal Shade ein. Ich habe Fotoapparat mit. Ich habe Taschenlampe. UV-Licht ist drin, ne? Weil UV-Licht liegt beim Daniel drin. Aber ich glaube, damit hat er keinen Erfolg gehabt. Oder er hat es nicht mal geschafft. Ich wollte sagen, er war nicht mal an der Tür. Aber schau dir mal die Aktivität an. Ich wollte eigentlich noch mal einen Audiosender aufstellen. Aber nee, das mache ich mal anders. Gott. Er kommt im Sanity-Pain, wir probieren es einfach. Worst Case, wir sterben. Du bist so eine Pussy, dass du mit Maul einfach alleine reingehen. Wie haben wir doch? Warum willst du denn unbedingt noch mal? Ja, weil wir brauchen das Buch, wir brauchen Beweise. Wir haben Beweise, wir wissen, wie er reagiert. Wir wissen, dass er keine Gefriertemperaturen haben und auf die Geisterbox nicht angeworfen hat. Ja, wir wissen nicht, ob er ins Buch geschrieben hat, außerdem muss er durchs Salz. Oh, ist durch Salz gegangen. Okay, also Jack, aus dem Raum selber also ich bin dafür, dass wir es einfach lassen. Ja, ich brauche ein Foto davon. Wir haben ein Foto vom fucking Geist. Und die Bilder von den, es bringt nur, soweit ich weiß, wo, Geld, wenn wir den Knochen fotografieren, bringt es extra Geld. Ich glaube, kein anderes Foto. Aber sonst habe ich die Sanity-Pillen jetzt umsonst genommen. Ja, das sind wahrscheinlich Daniels und der sieht tot. Nee, Daniel hat keine gekauft, glaube ich. Doch, oder? Der hat drei Stück gekauft und eingefügt. Also ich habe zwei gekauft. Und doch, okay. Hinzugefügt? Warte, jetzt ist es gerade bei null. Ja, das hat vorhin auch viel gebracht. Also ich würde alleine reingehen, komm! Ich guck, warte, es ist gerade bei 0, ich habe 82, ich probiere es jetzt nochmal kurz. Warte mal, wie reagiert ein Jin, ein Shade? Können wir den irgendwie stoppen? Können wir den irgendwie schwächen? Ich glaube nicht. Nee, es kann rein theoretisch auch kein Shade sein, oder? Genau. Das kann Shade, Jin oder Phantom sein. Ja. Phantom haben wir keine Gefriertemperaturen. Jin hat nicht auf die Voicebox geredet und der Shade muss ins Buch schreiben, oder? Ja, aber ein Shade hätte die Schwäche, dass der Geist wird nicht jagen, wenn mehrere Menschen zusammen sind. Wir waren noch in der Nähe, oder gilt es gar nicht, dass wir zusammen waren? Wir waren alle im Gang, als er angefangen hat zu jagen. Vielleicht ist er schon zu angepisst oder so. Oder weil die Sanity so weit... Ich weiß es nicht, aber ist das nicht eine allgemeine Sache, die er da nicht macht? Also ich bin jetzt drinnen. Du musst mir halt mich auf dem Laufenden. Wir sind bei Aktivitätsstufe 1. Im Raum schaut alles aktuell clear aus. Aktivität ist auf 0 gesunken. Du musst noch zwei Räume weiter. Aktivität auf 4 gestiegen. Ist er da? Ich habe ihn gehört, aber... Aktivität, ich rede einfach die ganze Zeit ein bisschen. Sobald du mich nicht mehr hörst, lauf. Aktivität ist auf 3. Ist auf 2 gesunken. Du bist noch einen Raum entfernt. Im Raum selber sehe ich aktuell nichts. Licht ist im Raum angegangen, selber. Aktivität ist aber nicht weiter gestiegen. Ist aktuell immer noch auf 2. Du musst noch einen Raum weiter. Aktuelle Aktivität ist auf 0. Aktivität ist auf 0. Immer noch. Hörst du mich? Over. Ich hör... Was ist? Ich hör... Achso, okay, weil du bist im falschen Raum immer noch drin. Oder? Oder... Nee, stimmt. Richtiger Raum. Entschuldigung. Ich sehe dich auf der Cam. Aktivität ist auf 0. Ich hol mal das UV-Licht von der... Okay. Aktivität ist weiterhin auf 0.
Er schießt gerade durch Tische im Raum rum. Aber volle Wäsche. Was geht mit dem ab? Der macht immer denselben Tisch hin. Ich glaube, der saß früher auf dem Tisch drauf. Okay. Alter, was hat denn der? Jetzt hat's aufgehört. Nee, er fängt mal. Er macht weiter, er schmeißt da irgendwas. Ist das unser Buch? Der schmeißt da ein Buch rum. Der schmeißt den Scheiß rum. Guck dir das bitte mal an. Entweder bin ich verrückt, aber da fliegt Buch. Also Shade müsste eigentlich schüchtern sein und schwerer zu entdecken. Alter, ich hab einen Heidenschreck immer noch von vorhin. kannst du, wie ist die Aktivität gerade? Aktivität ist gerade rapide auf 4 gestiegen. Und meine Sanity? Sanity liegt bei 74%. Aktivität ist auf 5 gestiegen. Gott, ich hab Angst, 13. 73 und Aktivität ist 1. Okay, ich geh nochmal rein mit. Okay, ich halt wieder den Chat am Laufen, damit du weiterhin hörst. Er hat aufgehört, das Buch zu schmeißen. Aktivität ist auf 0 gesunken. Er schmeißt wieder das Buch. Ich kann scheiß Lichtschalter. Ja, ich glaube, in dem Gang ist nichts mehr. Aktivität ist auf 4 rapide gestiegen. Oh, ja, er hat was aus dem Zimmer rausgeschmissen. Ja, dann hat er sich mal anders entschieden. Auch nicht schlecht. Aktivität bleibt aktiv, statisch 4. Zimmer ist ruhig. Aktivität also ist auf 0. Ich bin jetzt nochmal rausgegangen. Ja, ich sehe es. Ich würde mal sagen, er reagiert aufs Buch. Ah, der hat genau vor meinen Füßen was hinkriegt. Au, was? Oder ist das ein Fehler? Ich weiß es nicht. Also. Ich habe versucht zu fotografieren, aber. Es kann auch sein, dass es gerade ein Bug ist, weil der. Okay, er spielt gerade wieder mit dem Licht. Aktivität auf 0. Ja, aber es kann schon sein, weil bei mir hat er den vorhin das Buch immer auf dieselbe Stelle geschmissen. Und immer wieder zurück und wieder hin. Ja, bei mir jetzt auch. Vielleicht buggt es ein bisschen gerade auch. Okay, weil wenn Aktivität 0 ist, dann gehe ich nochmal kurz. Ist wieder auf 1. Ja, schaut immer noch gut aus, immer noch auf eine 1. Ich halte dich wieder weiterhin auf dem Laufenden, damit du merkst, falls das alles vorbei ist. Die Jagd musst du eher ich merken. Aktivität ist auf 0. Ja, die Jagd musst du ja eher ich merken, weil dann blinkt ja das Licht voll auf. Oder dann. Aktivität auf 3 gestiegen, sobald du im Raum warst. Oh shit. Aber 3 ist ja eh noch. Ja, läufst du nochmal hin oder was hast du gerade vor? Ich weiß gar nicht. Raum schaut ruhig aus. Jetzt blinkt er wieder im Raum rum, hat wieder sein Orb rumgeschmissen und ist auf 0 gesunken. Okay, ich gehe raus, das war keine Fingerbrücke. Ja, dann Geisterbuch Shade. Obwohl, warte mal, lass uns das nochmal nachbesprechen, wenn du im Bus bist. Ja, mit Daniel, den hat's echt wieder. Okay, Aber wir sollten vielleicht mit ich fühle mich in unserem Bus nicht mehr sicher. Hier fliegt ein Buch rum. Hier fliegt ein Buch rum. Hier fliegt ein fucking Buch rum. Ich komm mit der Kamera, warte. What the fuck, wo ist das Buch schon wieder hin? Das Buch fliegt hier irgendwo. Was zur Hölle geht? Das Buch liegt bei uns auf dem Schreibtisch. Wo ist das? Ich seh nichts. Wart kurz, das kommt wieder. Ja, das hat er mir auch vor die Füße geschmissen. Das Alter, genau, guck mal, da unser Ding liegt auch am Boden oder lag das schon? Ich weiß es nicht. Jetzt liegt sie am Tisch, jetzt ist es wieder weg. Hä? Also, das kann doch kein Shade sein. Shade ist doch schüchterner Geist. Ja, eigentlich schon. Moment mal, hatten wir nicht auch Jin? Warte mal, wir haben einen Orb.
Orb und EMF5. Beides haben wir sicher. Okay, dann haben wir ja Phantom, Djinn oder Shade. Ich lese mal kurz Djinn vor. Ein Djinn ist ein territorialer Geist, der bei Bedrängnis angreift. Er ist ebenfalls bekannt dafür, sich in höhere Geschwindigkeit zu bewegen. Stärken, der Djinn bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Schwächen, dem Strom zu entziehen, verhindert den Djinn an Nutzen seiner Fähigkeiten. Dafür bräuchten wir nur noch die Geisterbox. Aber also er hat halt nicht geredet und vor allem er hat es nicht selber ausgemacht. Also er zieht, nein, sich ja, die Frage selber. Ist unter dem Ort den Strom entziehen gemeint, die Sicherung zu ziehen oder dem Raum den Strom zu entziehen? Weil es hier steht, dem Ort den Strom zu entziehen. Das wäre ja wahrscheinlich die gesamte Schule. Das wäre wiederum schon, ja, die Sicherung. Und vor allem, er ist immer hochgesprungen mit dem aktuellen Geisteraktivität. Wenn du in den Raum gegangen bist, ist er immer mindestens 3 hoch. Ja, vor allem, ich habe einen Fuß in den Raum gesetzt und er hat das Licht ausgemacht und ich habe so... Das wäre wie, als ob er auf territoriales Bedrängnis eigentlich ist, wie so bei einem Tier. Ja, aber warum hat er nicht auf die Box geredet? Vielleicht war es zu früh. Also Gefriertemperaturen hatten wir nicht. Also ansonsten hätten wir nur noch das Phantom. Aber Gefriertemperaturen hatten wir nicht. Ein Phantom ist ein Geist, der vom lebenden Besitz ergreifen kann. Meistens beschworen durch das Ouija-Board, verursacht in dem Angst herum. Stärken senkt den Verstand stark, wenn sie das Phantom anschauen. Schwächen fotografieren sie das Phantom, verschwindet er temporär. Ich würde sagen Djinn. Mittlerweile, ehrlich gesagt. Weil Daniel hat es fotografiert und er ist nicht verschwunden. Somit fällt Phantom raus. Aber ist verschwunden, dass er auf dem Foto nicht zu sehen ist? Oder dass er verschwindet sozusagen, soweit ich es verstehe, verschwindet er von der Jagd. Das habe ich nicht auch schon mal in einem Video gesehen, dass er sozusagen weggeht dann. Und er hat halt wirklich extrem immer drauf... Kann dieses Viech mal aufhören, das Buch rumzuschmeißen? Das tut mich echt langsam aufregen. Und es hat immer reagiert, sobald du bei mir auf dem Bild hier, ne? In den Raum, in der Türrahmen standst, ist das hier mindestens auf 4 gesprungen oder so auf 3. Territoriales Verteidigungsverhalten. Ja, das stimmt schon, ja. Aber warum? Aber dann müssen wir noch mal mit der Box rein. Warum müssen wir denn jetzt mit der Box rein? Also, aber wir haben hier alle Aufgaben. Also wie todesmutig bist du, wir haben alle Aufgaben erfüllt und wir wissen circa, was es ist, weil er springt jedes Mal hoch. Der andere ergibt keinen Sinn, weil er müsste schüchterner sein, der ist viel zu aktiv. Das stimmt, also territorial ist auf jeden Fall. Und Phantom kann es nicht sein. Und genau. Shade ist es. Der hat nicht ins Buch geschrieben. Es kann nur Djinn sein. Es kann eigentlich nur Djinn sein. Also Daniel, logge mal Djinn ein. Ich will nochmal kurz die Fotos sehen. Gib mir eine Sekunde. Jo. Wir haben ein Bild vom Geist, aber leck mich am Arsch in guter Qualität. Also bei mir sieht man da nichts. Nicht da, wo Geist steht, das Bild davor. Schau mal alle Bilder durch. Wir haben ein Bild, da siehst du den Geist, aber mit voller Pracht, der hat eine Sense. Eine alte Omi mit einer Sense. Nee, bei mir ist alles schwarz, es ist nur der Flur. Okay. Nee, ich sehe leider nichts. Okay, Daniel, falls du uns hörst, locke Djinn ein. Warte, muss ich auch noch mal gucken. Djinn, das wäre mit dem Geisterbox, ne? Ja, okay. Genau. Locke Djinn ein. Der hat schon wieder Licht angemacht, diese Sau. Guck mal, es ist selbst wenn das Licht an ist, ist es so dunkel, dass du eigentlich nichts siehst. Aber nicht ins Buch, weil das müsste man ja sehen. Apropos Buch. Okay, fahren wir, oder? Schnucki mich gleich. Ja, bitte lass uns fahren. Boah, schmeiß ich das Buch? Hä? What? Nee, ich glaub nicht. Alter, ich hab keinen Bock mehr auf diesen Scheißraum hier, ne? Leck mich. Oh Gott. Es war ein Djinn! Jawoll! Daniel! Du hast Spaß gemacht. Oh, ich war besser als der Geist. Wieso warst du besser wie der Geist? Du bist gestorben! Ich war das fucking Buch! Ach, das warst du! Habt ihr euch gefragt, wer das Buch war? Ich war das Buch! Du Assi! Alter! Daniel, ich hatte so Angst! Ich hab schon gedacht, dass ich... Wie kannst du ein Buch sein?
Ich habe das Buch gefunden in dem Klassenzimmer, wo der Geist war, und das konnte ich aufheben und durch die Gegend schmeißen. Ja klar, also und weißt du, ich denke mir, der Geist reagiert aufs Buch. Daniel! Also ich bin zur Tür hin und da kam das Buch schon geflogen. Ich hatte so Angst. Aber Daniel, du bist so tot. Hey, Level 8. Das ist mir wert. Das ist ja super toll. Ich hab die Kopfkamera freigeschaltet. Wir können Daniel immer reingehen lassen mit drei Sachen und dann die Kopfkamera dabei. Aber ich habe ein gutes Foto vom Geist bekommen. Ich habe so einen ganzen Film verschossen, aber hey. Ja, das Bild, also, das Bild ist echt gut gewesen. Keine. Es wurde lustigerweise. Ich muss mal schauen, vielleicht ist eins da. Aber lustiger, Daniel, weißt du, das ist. Also ganz unten links. Also bei mir ist es hier oben. Bei mir ist es hier oben. Da sehe ich sie schön in Pracht mit ihrer Sense. Da ist sie hier unten. Bei mir ist sie oben drüber. Alles dunkel. Es ist lustig. Ja, das ist dunkel. Du musst nur genau hinschauen. Dann siehst du sie. Die alte Oma mit ihrer Sense. Boah, die ist ja richtig eklig. Warte, Alex, ich schick dir einen Screenshot auf Discord. Ja, schick mir ein Screenshot. Alter, ich sag's euch, ich hab mich so erschrocken, als ich in dem Raum war, die Kamera aufstellen wollte, auf einmal steht sie vor mir. Alter, der Horror meines Lebens. Es ist da. Was ist dein Horror, du Pussy, hast dich nicht mal mehr reingetraut. Dann kann wenigstens einer überleben. Hey, ich will ja nichts sagen. Ich bin ja mal der Einzige, der es geschafft hat, ein Foto vom Geist zu machen. Und der Einzige, der gestorben ist. Und dann war ich besser als der Geist. Aber ich mag mal blöde Frage. Oh, auf Discord sieht man das total. Oh Gott, ich scheiß mich noch mehr ein. Oh mein Gott. Ja, genau. Das Bild ist eigentlich noch relativ dunkel. Im Journal war es viel heller. Aber Daniel? Also ich sehe das nicht. Daniel, was hast du bitte gemacht, als du vom Geist weggerannt bist? Weil du warst mitten im Gang. Ich hab nur Funkapparat gehört. Klick, klick. Ich denke mir so, was macht der Typ? Weißt du, ich bin weggerannt. Ich bin und hab nur gleichzeitig. Das Daniel. Problem ist nur, die ersten vier Fotos haben nicht geklappt. Weil er hat geblinkt. Und das letzte Foto, da habe ich dann gesehen, dass ich ihn erwischt habe auf der Fotokamera. Der Plan war, ein Foto zu kriegen und dann zu rennen. Aber das hat nicht so ganz geklappt. Also ich saß an Raphaels Arsch in der Ecke vom Nebenraum. Ich habe mich dann wegen dir erschreckt, weil auf einmal irgendwas neben mir ist. Ach, sehr schön. Wir spielen ja quasi zu viert. Ihr beiden spielt zusammen und ich bin mit dem Geist. Aber, du weißt schon, was das Ziel ist. Das Spiel ist, zu überleben rauszukommen. Nicht tot. Nein, das Ziel ist, ein Foto zu machen. Daniel, hör gar nicht auf die Pussy, die sich gar nicht mehr reintraut. Wir müssen überleben. Stimmt. Hier, nimm mal eine Dose. Eine Dose Aspirin. Meine Bälle. Aspirin. Was ist eigentlich eine blöde Frage? Wenn man die Sanity-Pillen isst, und dann überlebt, sind die dann wieder da oder sind die verbraucht für immer? Das ist eine gute Frage. Schau doch mal nach, ob du noch alle hast. Wenn du nicht die vom Daniel genommen hast. Ich hab schon lange nicht mehr alle. Everything changes.